Willkommen zurück zu Ripened Tingles Balloon Trip of Love, der englischen Übersetzung eines Spiels, auf das ich ewig warten musste. Beim letzten Mal wurden wir in ein Buch gesogen, das wir uns per Teleshopping bestellt haben. Leider scheinen wir Pibbon nicht mitgenommen zu haben, was mich ein bisschen ärgert, muss ich sagen. Wir sind allerdings in unserem scheinbar neuen Zuhause aufgewacht und haben bereits unser Zimmer ausgeplündert und sollen jetzt unserem Großvater seinen Hammer bringen. Also gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Da hinten ist das Haus mit dem roten Dach, in dem wir aufgewacht sind. Kannst den Dachboden von dieser Seite aus sehen. Und das da vorne ist dann ziemlich sicher unser Großvater mit dem lustigen Sombrero auf dem Kopf. Schöne Maschine. Eine gigantische Maschine türmt über dir. Die Rohre, die daran befestigt sind, schütteln. Das sollte, glaube ich, normalerweise nicht so sein. Okay, können wir uns die mal genauer angucken? Ja, wir brauchen definitiv einen Schraubenschlüssel, um da irgendwas mitzumachen. Naja, vielleicht können wir irgendwas herausfinden, wenn wir sie näher angucken. Okay, wir können nicht einfach draufklicken, dann passiert gar nichts. Ist eine Schraube dran, aber die rüttelt sich lose. Ja, das sehe ich auch so. Dampf bläst aus den Öffnungen. Schätze mir nicht, dass wir die mit unserer Schraube reindrehen können. Eine Schraube in die andere stecken. Du benutzt die mittlere Schraube. Kein Effekt. Reinhämmern hat wahrscheinlich überhaupt keinen Sinn. Du benutzt den Hammer. Nope. Gar keinen Sinn. Ja, wie gesagt, ziemlich sicher, hierfür müssen wir erstmal einen Schraubenschlüssel finden. Wahrscheinlich in dem Werkzeugkasten, den wir noch nicht öffnen können. Da vorne steht ein Koffer. Hey, hör auf damit! Das geht dich überhaupt nichts an! Aber... Komm mal hier rüber für einen Moment, okay? Okay, wir dürfen nicht an sein... Ha! Koffer, er ist anderweitig beschäftigt. Das ist ein Stuhl vor der großen Maschine. Auf den wir uns schon mal nicht draufsetzen können. Oh, Hi. Tingle! Hast du meinen Namen vergessen? Hey, Tingle! Das Outfit steht dir. Achso, du hast mich wegen dem Outfit wahrscheinlich nicht erkannt. Ja gut, das verstehe ich. Ich muss erstmal noch die Vorbereitung abschließen, um dich in die Stadt zu bekommen. Hat diese Maschine da irgendwas mit zu tun? Ich habe Angst. Also, ich habe deine Oma gebeten, dass du mir dieses Ding bringst. Ja, seit Hammer gesagt, das war Schraubenschlüssel, oder? Und hast du mir dieses Ding gebracht? Wenn du es hast, dann zeig's mir mal bitte. Na, vielleicht braucht er tatsächlich den Hammer für das Teil, vor dem er da steht. Ich bezweifle es zwar, aber hier, guck mal, ich habe den Hammer mitgebracht. Benutz den Hammer! Hau ihm auf den Hinterkopf! Übernimm die Maschine! Oh, das ist es, das ist es! Danke, Tingle! Er braucht wirklich einen Hammer, okay? Ne. Was immer der damit vorhat. Dann werde ich mir einfach auf das Knie damit hauen und... was? Warte. Nein. Tingle, das ist nicht das richtige Ding. Oh, na, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Was ist das? Oh, wenn das nicht ein Hammer ist. Ja, du wolltest dir gerade aufs Knie damit hauen. Komm, mach weiter. Ich warte. Aber das ist nicht das richtige Ding, Tingle. Ich brauche, du weißt schon, das Ding. Ja, okay, Schraubenschlüssel halt. Wenn du es vergessen hast, dann frag die Oma nochmal. Ich brauche wirklich deine Hilfe hier. Warum gehst du nicht selber, Mann? Die ist nur ein paar Schritte entfernt. Okay. Ja, gut, dann fragen wir Oma, schätze ich mal, ob Oma nicht weiß, was das Ding ist. Beziehungsweise, wie wir an das Ding drankommen. Ich bin ziemlich sicher, ich weiß, wo das Ding ist. Oh, Tingle, was ist los? Du hast mir das falsche Ding gesagt, was ich mitbringen soll. Es war nicht ein Hammer? Nein. Dann, was hat Opa denn gemeint mit diesem Ding? Bestimmt den Tanzball oder die Stadt. Ah, das Lustige an dem Tanzball oder der Tanzparty ist, nun ganz viele Frauen zu treffen, nicht wahr? Ja, besonders für Tingle, der hat da so viel Erfahrung mit, denke ich. Und da du ein attraktiver 35 Jahre alter Mann bist, mögen die Prinzessin dich vielleicht in ihr Herz schließen. Garantiert, so wird das funktionieren. Emerald City? Ja, Emerald City ist ein schöner Name. Ah, das ist die Schlossstadt, in die du gehen wirst.
von der man hier allerdings nicht viel in der Umgebung sieht. Die scheint etwas weiter weg zu sein. Aber es ist sehr weit weg von hier. Wie ich gerade sagte, Oma. Ich sollte mir nicht so viele Sorgen darüber machen. Ehrlich. Ich denke mir da viel zu viel dabei. Oh, meine Nerven, meine Nerven. Hier, Großvaters Ding. Großvaters Ding. Ja, das will ich eigentlich nicht sehen. Scheint es mal nicht der Hammer. Dann, vielleicht war es ein anderes Werkzeug. Ja, sicherlich. Hast du schon in der Werkzeugkiste nachgesehen? Die ist abgeschlossen. Oma, meine Güte. Wenn nicht, dann öffne sie hiermit. Du hast ein Item gekriegt. Du hast einen merkwürdigen Schlüssel erhalten. Der sieht total so aus, als ob er passt. Öffne die Werkzeugkiste damit. Ich überlasse das dir, Tingle. Ich bleib weiter hier sinnlos stehen und starre die Tür den restlichen Morgen an. Kriegen wir eine Rubine hier draus? Ah, plus 5. Nice. Sehr gut. Also wir können hier scheinbar regelmäßig hinkommen und neue Rubine rausklauben. Okay. Da. Okay. Da fliegt ein Schwein. Hallo, ich bin Schwein. Okay. Ich bin, was man ein Sparschwein nennt. Badum. Ein Speicherschwein halt. Mhm. Bei mir geht alles ums Aufzeichnen deines Fortschritts. Ja. Also, wenn du mich irgendwo siehst, dann bitte fass mich an. Nein. Das war's. Schön, dich zu treffen. Sieht aus, als wären das unsere Safe Points in der Welt. Ist aber irgendwie merkwürdig, aber okay, ist Tingle. Wenn du magst, kannst du jetzt schon speichern. Hallo, ich bin Schwein. Möchtest du die Daten ein bisschen speichern? Oink! Aber natürlich. Ich habe mir doch eben schon ein Spielchen ausgesucht. Ja gut, scheinbar können wir auf allen drei verschiedenen Speicherständen speichern. Ja gut, dann werden wir uns ein bisschen abwechseln, auf welchen Speicherständen wir speichern. Alles gespeichert, oink! Kannst das Spiel jetzt ausschalten? Möchte ich aber nicht, weil einfach nur mal sicherheitshalber gespeichert haben. Ja, okay, wir haben da so einen lustigen Schlüssel gekriegt. Dann schätze ich mal, schnappen wir uns, was auch immer sich in dieser Werkzeugkiste befindet. Oder auch nicht, falls dieser Schlüssel hier überhaupt passt. Denn das ist ein etwas komisch aussehender Schlüssel. Du benutzt den merkwürdigen Schlüssel. Nope, die Form passt nicht. Geht nicht rein. Damit kannst du die Werkzeugkiste nicht öffnen. Läuft ja gut hier. Es war nicht der Hammer, es war nicht der richtige Schlüssel. Bei Opa stand aber noch dieser komische Aktenkoffer. Vielleicht können wir den damit aufschließen. Ein kleines Notizbuch, das du im Dachboden gefunden hast, wird durch einen Draht zusammengehalten. Was ist denn da überhaupt drin? Okay. Nichts. Seite 1. Fragezeichen. Okay. Etwas. Scheinen wir momentan nichts mitmachen zu können. Wir haben außerdem noch eine Karte bei uns im Inventar, aber gut. Ja. Gucken wir uns die doch auch mal an. Eine Karte der Farm. Ah. Versuch dir Notizen zu machen. Wenn du eine Karte hast, kannst du Notizen hinzufügen, damit du nichts vergisst. Wenn du eine Seite verlässt, werden deine Notizen allerdings gelöscht. Also erinnere dich daran. Got it memorized? Ja, okay. Also wir können hier nach guter alter Zelda-Manier und wie sich das für ein Tingle gehört, unsere Karte selber malen. Wir haben eine grundlegende Karte von der Umgebung, also da ist Opa, da ist Oma. Tingles Zimmer ist hier oben. Hier hätten wir noch die Geschichte mit der Kuckucksuhr, die wir aufziehen müssen, und hier haben wir noch den Werkzeugkasten. Ja, ansonsten glaube ich nicht, dass wir momentan mit der Karte hier übermäßig viel anfangen können. Das einzige Lustige an der Karte ist eigentlich, dass die immer bei uns oben am Bildschirmrand dranhängen wird, wie es aussieht. Ja, wird ja eh später gelöscht. So, ja. Momentan habe ich nichts wirklich Sinnvolles, was ich notieren möchte auf der Karte, also gehen wir mal hier raus. Und dann, schätze ich, bringen wir den Schlüssel mal zu Opa rüber. Vielleicht weiß der irgendwas damit anzufangen. Da Oma offensichtlich zu doof ist, uns einen richtigen Schlüssel zu geben. Also versuchen wir jetzt nochmal, das Ding da zu kriegen. Tingle, auf damit! Guck mal, dieser Koffer geht dich überhaupt nichts an! Fass ihn unter keinen Umständen an! Das ist ja eine Aufforderung, Mann. Aha, jetzt können wir was drauf anwenden. Wir haben einen Schlüssel.
Das ist ein silberner Koffer. Er ist abgeschlossen. Ich wusste es. Komm schon. Das ist Adventure-Game-Logik. Seinen ungewöhnlichen Schlüssel. Drauf damit. Du hast ja einen ungewöhnlichen Schlüssel benutzt. Ah. Ja! Wow! Oi, Gramps! Mach den nicht einfach auf! Was? Gramps? Kann es sein, dass dieser Typ da gerade seinen Charakter verloren hat? Tingle, fass das nicht an! Aha, verdächtig. Ich dachte, es wäre abgeschlossen. Oh, man muss es vergessen haben, es abzuschließen. Aber wir kommen trotzdem nicht dran, wie es aussieht. Oder wir können jetzt einfach dran gehen. Jetzt ist es ja schon offen, oder? Tingle, lass das! Ist echt doof! Ich habe gesagt, mach das nicht auf! Aber ich hab's schon aufgemacht. Okay, lass uns da scheinbar nicht dran. Entweder müssen wir ihn irgendwie ablenken oder wir müssen erstmal warten, bis er da weggeht. Momentan haben wir nicht wirklich was, um ihn abzulenken, also schätze ich mal, warten wir, bis er da irgendwo mal weggeht. Okay, dann sprechen wir mal mit Oma. Schlüssel hat nicht gepasst. Nein, gib mir den richtigen. Dann, wo habe ich denn den Schlüssel von der Werkzeugkiste gelassen? Schauen wir mal. Oh, das ist aber ein cooles Hühnchen. Ich habe Kuku heute Morgen gefüttert. Mhm. Außerdem habe ich aber nichts gemacht. Außer hier darauf zu warten, dass du aufwachst. Hat offenbar viel zu tun, unsere Oma. Kapitel 2. Großmutters Ding. Nein, Großvaters Ding. Ja, aber Großmutters Ding auch. Ja gut, wo das Ding ist, ist recht auffällig. Wir holen uns nochmal ein paar Rubini aus dem Busch. Jupp, plus 5, sehr schön. Ich bin mir sicher, dieses Huhn wird kampflos den Schlüssel aufgeben. das ist ein echt cooles Hühnchen. Übersetzen wir es mal so. Das ist das Nest des Hühnchens. Du kannst da drin irgendwas glitzern sehen im Nest. Also was, sieht aus wie ein Schlüssel. Wer hätte das gedacht? Willst du ihn nehmen? Ja, ich wette, das ist kein Problem, den zu nehmen. Also klar, her damit. Tingle, keine Chance gegen ein Huhn. Das Huhn mischt sich ein, du kannst ihn nicht nehmen. Wir haben einen Hammer. Hammer versus Huhn gewinnt. Das ist ein verdammt cooles Hühnchen. Ah. Okay, was haben wir hier in der Umgebung? Wir können Steine anklicken. Krafthandschuhe, plus 13 Rubine. Nice. plus 9 Rubine. Okay. Siehst du einen rauen Stein drüben? Aber sonst gibt's da nichts wirklich Interessantes mit. Okay, dann nicht. Der blaue Himmel streckt sich über die Landschaft. Ein umgefallener Wagen. Okay. Da ist ein großer Trog. Na, halt eine Futterkiste. Da sind noch ein paar gelbe Körner drin. Können wir dieses Zeichen da nicht anklicken? Ich sehe immer nur den Himmel, aber dieses Zeichen hat eben gewackelt. Ich hab's genau gesehen. Ist das nur Flavor? Ich hätte jetzt erwartet, dass wir das Ding da anklicken können. Schauen wir nicht. Okay, dann gucken wir uns mal die Maschinerie hier an. Das ist irgendeine merkwürdige Installation. Sieht schwer nach einem Futterturm aus. Sieht aus, als könnte man den roten Hebel da umlegen. Dann tun wir das doch. Move. Okay, war's das schon? Oh, einfache Rätsellösung. Das Hühnchen rennt schnell rüber zum Trog. Haha, wunderschön. Da ist etwas drin. Willst du es haben? Ja. Jetzt, wo dein Hühnchen damit abgelenkt ist, endlich mal was zu fressen. Got new item! Tingle hat den Werkzeugkistenschlüssel erhalten. Meins. Das hat unser cooles Hühnchen aber gesehen. Huhn des Todes! Meine Güte! Tingle! Geht's dir gut? Ja. Ich verstehe. Also hatte Kuku den Schlüssel. Es ist doch keine Krähe, das dumme Huhn. Badum. Ja, gut, jetzt haben wir auf jeden Fall den richtigen Schlüssel erhalten. Dann kriegen wir schon wieder Rubine hier draus? Ne, scheinbar kriegen wir nur Rubine hier draus, wenn wir vorher einen Bildwechsel gemacht haben. Ja, dann können wir das doch eigentlich mal kurz beweisen, diese Theorie. Wir gehen mal eben zu Opa rüber und gehen dann zurück und dann schauen wir mal. Ist in dem Busch jetzt wieder was drin? Plus 1.
Nicht viel, aber ja. Okay, also der Trick ist halt wirklich einen kompletten Bildwechsel zu machen. Innerhalb des Bildes so eine Mini-Transition zu machen, zählt offensichtlich nicht, nur wenn wir richtig neu laden. Ja, dann würde ich sagen, setzen wir mal den Schlüssel ein. Werkzeugkistenschlüssel. Benutzt und... Aha! Die Werkzeugkiste ist offen. Nur leicht verdellt, weil wir ein paar Mal mit dem Hammer draufgehauen haben. Da ist ein Schraubenschlüssel drin. Damit kannst du Schrauben festmachen und lösen. Das könnte nützlich sein. Willst du ihn haben? Ja, schon. Also doch, geil, so ein Ding mitzunehmen. Got new item! Tingle hat den Schraubenschlüssel. Wunderschön. Also den Schraubendreher, um genau zu sein. Ja, dann gehen wir mal zu Opa rüber und zeigen ihm, dass wir sein tolles Ding gekriegt haben. Boah, war eine Aufgabe hier wieder in Kapitel 2. Oma, guck mal, was wir hier haben. Erstmal haben wir den richtigen Schlüssel. Nutzt den Werkzeugkistenschlüssel. Das stimmt, das ist der Werkzeugkistenschlüssel. Ja. Keine so spannende Reaktion. Hier, guck mal, das war da drin. Nutzt Screwdriver. Oh, ein Schraubendreher. Also es ist das, was er wollte? Geh und bring den Großvater, okay? Ja, das werden wir tun, Oma. Genau das hatten wir vor. Und du wirst uns nicht davon abhalten können. Wir könnten auch theoretisch direkt zu diesen komischen Dampfdingern da hingehen und die festschrauben, weil das ja eigentlich das ist, was wir schon mal machen müssen. Naja, ich würde sagen, wir machen erstmal wieder eine kleine Pause und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder zu Ripened Tingles Balloon Trip of Love, wenn wir uns auf den Weg machen werden in die Stadt, wie es aussieht, da wir jetzt diese komische Maschinerie hier wahrscheinlich reparieren können werden. Also, bis zum nächsten Mal. See ya!